Sowohl Links als auch Solidarität sind nur global. Die Frage ist nur, was ist der richtige Ansatz und die richtige Strategie des Internationalismus? In einer Zeit, wo die Welt total im Umbruch ist, wo aber nicht alles in Richtung Solidarität geht, wo auch vieles in eine ganz andere Richtung geht, da kann man nicht einfach auf Autopilot die alten Konzepte vom letzten Jahr bruchlos fortsetzen. Da muss man so vieles hinterfragen und das ist hier eine gute Gelegenheit. Überall auf der Welt nehmen Proteste zu, gibt es soziale und ökologische Kämpfe von Menschen, die sich gegen diese Ausplünderung der Erde zur Wehr setzen. Und wir müssen eben dringend, das geht nur mit Optimismus, Resignation hilft uns überhaupt nicht weiter, mit Optimismus versuchen, unsere Spielräume zu nutzen, wie wir solidarisch die Menschen stärken, die ihre Stimme erheben. Wichtig ist für mich der Aspekt, dass Gerechtigkeit auch in Deutschland nur verwirklicht werden kann, mit dem Blick auf die gesamte Welt und was wir dort auslösen, verursachen oder eben nicht. Viele Dinge, über die wir hier in Europa reden, sind natürlich auch in anderen Teilen der Welt ganz aktuell und werden dort diskutiert, nicht immer genauso wie hier, aber das ist ja eigentlich das Spannende. Beschäftigung mit dem Thema aus der Perspektive sozusagen vor Ort und die Reflexion, die hier darüber stattfindet, klafft stark auseinander. Und das war so ein bisschen Gegenstand der Diskussion heute, das war sehr interessant. Diese Veranstaltung in diesem Format machen wir einmal im Jahr hier in Deutschland, in diesem Rahmen. Das wird es auch nächstes Jahr wieder geben. Aber unsere Arbeit in den Ländern machen wir 365 Tage im Jahr, gemeinsam mit unseren Projektpartnerinnen und Projektpartnern. Ich wünschte immer auch, so unsere Tage hätten 48 Stunden. Also wir arbeiten ja viel zum Beispiel gerade zum Thema Ägypten. Da wünschen wir uns ganz viel Solidarität. Und da ist in Deutschland jetzt einfach noch sehr, sehr wenig, was jetzt so Solidaritätskampagnen anbelangt, wo ich denke, da müssen wir uns noch viel stärker vernetzen. Wir sind bisher sehr gut gewesen, unsere Arbeit in den Regionen zu stärken. Und der nächste Schritt ist jetzt, uns als ein linkes Netzwerk immer stärker zu etablieren. Und da habe ich ganz viele Sachen von hier mitgenommen. Wenn ich jetzt so die Kolleginnen und Kollegen treffe, sehe, was wir alles bewirkt haben, welches Potenzial wir haben, dann habe ich schon Wehmut. Ich gehe davon aus, dass in immer mehr Köpfen der Linken, der Rosa-Luxemburg-Stiftung, aber auch der international Aktiven dieses Potenzial, was die Rosa-Luxemburg hat, als Schatz wahrgenommen wird und dass man diesen Schatz dann politisch auch mehr einsetzt für Veranstaltungen für solidarisches Handeln miteinander aus dem Norden, mit dem Süden, im Norden, vor Ort, da wo unsere Büros sind.